Viele Jungs finden es total komisch, dass ihre Hoden nicht auf gleicher Höhe hängen. Ja, aber das ist total normal, denn unsere Brüste sind ja auch nicht gleich groß. Ganz genau. Und deshalb klären wir jetzt alle Fragen rund um das Thema Hoden. Los geht's. Du, Marvin will wissen, warum seine Hoden unterschiedlich hoch hängen. Also Marvin, da kann ich dich beruhigen, das ist vollkommen normal. Mutter Natur hat es so eingerichtet, dass die Hoden im Hodensack bestmöglich geschützt sind. Damit sie sich nicht gegenseitig quetschen, sind sie etwas versetzt platziert. So hat jeder genug Platz. Mein Revier, dein Revier. Du, Benjamin möchte wissen, was kann man tun, wenn die Hoden angeschwollen sind? Also erstmal vorweg, das kann richtig viele verschiedene Ursachen haben und muss nicht immer gleich was Schlimmes bedeuten. Aber du solltest auf jeden Fall zum Urologen gehen, weil der kann schnell den Grund für deine Beschwerden herausfinden und in den meisten Fällen tastet er einfach kurz deine Hoden ab. Und du kannst selber entscheiden, ob du dich beim männlichen oder beim weiblichen Urologen wohler fühlst. Du, Simon will wissen, was er gegen ein Verrutschen seiner Hoden tun kann. Dass sich die Hoden ab und zu verschieben, ist nicht ganz ungewöhnlich. Ab und zu kann das auch beim Sex passieren. Beim Pendelhoden zum Beispiel wechselt der Hoden die Lage zwischen Leistenkanal und Hodensack. Er lässt sich aber wieder leicht herunterziehen. Solltest du damit aber öfter Probleme haben und der Hoden lässt sich nicht wieder zurückschieben, solltest du auf jeden Fall einen Urologen aufsuchen. Sören, wie rasieren Jungs denn am besten die Schamhaare? Bei der Intimrasur solltest du auf jeden Fall vorsichtig vorgehen und verwende am besten Rasierschaum oder Rasiergel, damit die Haut nicht so gereizt wird. Bei glatten Hautpartien funktioniert das Rasieren ganz gut, aber bei Hautfalten solltest du auf jeden Fall sehr vorsichtig sein und die Haut vorher glatt ziehen, wenn du sie dann rasierst, damit du dich nicht schneidest. Also pass auf deine Kronjuwelen auf, dann klappt das Ganze schon. Habt ihr noch andere Themen, über die ihr gerne mehr wissen wollt? Dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Und wenn euch die Folge gefallen hat, liked das Video, abonniert Dr. Sommer TV und alle weiteren Infos gibt's wie immer auf bravo.de. Wir sehen uns nächste Woche zu einer neuen Folge von Dr. Sommer TV. Na ja, klar. Tschüss. Ciao. Auch die Schamlippen bekommen mal eine ganz besondere Aufmerksamkeit bei unserem Schamlippen-Special. Klick mich an. Bei mir geht es um Squirting. Was das ist, erfährst du nur bei mir. Große, kleine, innere, äußere, alles das erfährst du hier über Schamlippen. Können Mädchen eigentlich abspritzen? Klick mich und du erfährst es.